herzlich willkommen. Ich rede mal weiter. Herzlich willkommen und guten Abend zum zweiten Vortrag in unserer Ringvorlesung Gutes Leben für Gegenwart und Zukunft. Wir hatten jetzt ein bisschen technische Pannen und Aufregung. Wir hoffen aber alle, dass Sie jetzt gleich, dass Sie sozusagen jetzt mich und später auch unsere Vortragende Susanne Maria Weber sehen. Wir haben schon hier eingeblendet unsere Anfangsfolie, weil Sie uns nicht hören können, wenn Sie die Lautsprecher nicht manuell einmal anklicken. Ich hoffe, das ist geschehen. Ansonsten finden Sie auch hier schon auf dem Bildschirm den Ablauf der Ringvorlesung für dieses Semester, dass wir jetzt durch die Corona-Zeit umkonzipiert haben als virtuelles Angebot. Und damit sind wir auch nochmal selbst in einem, ja, in einer ganz neuen Situation. Ich werde jetzt gleich Susanne vorstellen und dann als Vortragende einladen. Wir wechseln uns dann hier sozusagen, wir wechseln die Position. Der Vortrag wird etwa 45 Minuten bis eine Stunde dauern und im Anschluss gibt es die Möglichkeit, Fragen zu stellen und in Diskussion zu gehen. Die werde ich wieder moderieren. Bis dahin wünsche ich einen spannenden Vortrag mit Susanne Weber. Susanne Weber ist hier an der Philipps-Universität Marburg Professorin für gesellschaftliche, politische und kulturelle Rahmenbedingungen von Bildung und Erziehung im internationalen Kontext. Sie ist außerdem sehr rührig im Bereich der Organisationspädagogik und hat selbst ein Institut für Zukunftsfähigkeit und Innovation, das sich Fuegos nennt, ein interdisziplinäres, eine interdisziplinäre Zusammenarbeit und wird uns aber heute was erzählen zum Thema auf der Suche nach dem guten Leben, Buen Vivir, als Kosmovision, als politisches Konzept. Darauf wird sie gleich eingehen und als Zukunftsmodell des Gemeinwohls und des regenerativen Wirtschaftens, um dieses Konzept, um die Kosmovision zu übersetzen in den Alltag und in die Gegebenheiten, in denen wir uns jetzt hier sozusagen im globalen Norden befinden. Wir sind ja gespannt und freuen uns besonders, dass Buen Vivir als Namensgebung für diese Vorlesung jetzt auch zum Thema wird und damit auch nochmal die Reichweite und unser Anliegen mit dieser Ringvorlesung nochmal zentral zum Gegenstand macht. Ich freue mich sehr auf den Vortrag und übergebe. Ja, herzlichen Dank, Lea Spahn, für die freundliche Einladung. Und ich schaue jetzt mal, ob ich hier das weiterklicken kann. Das will aber gerade nicht weitergeklickt werden, das Bild. Arbeiten wir noch mal dran an dieser technischen Entwicklung. Ich freue mich, dass wir hier in diesem Rahmen zusammenkommen. Jetzt klappt es auch mit dem Weiterschalten wunderbar. Und dass es möglich ist, auch auf virtuellem Wege miteinander in Kontakt zu kommen. Bietet da doch neue Chancen im Zuge von Digitalisierung und für uns alle, glaube ich, auch über Organisationsgrenzen und über regionale Standortgrenzen hinaus miteinander in Kontakt zu kommen. Ich glaube, das ist auch ein Potenzial, eine Chance, die für die Zukunft noch weiter wirksam werden wird. Ja, nochmal herzlichen Dank überhaupt für die Initiative, eine solche Vorlesungsreihe zu initiieren. Ich finde das wirklich also ganz wunderbar, dass schon irgendwie das zweite Semester es gelingt, eine solche Reihe auf die Beine zu stellen. Und finde, das möchte ich auch nochmal im Rahmen würdigen und finde einen großen Beitrag, dass wir auch damit im Prinzip die Diskurse stärker in eine Richtung bringen, die das gute Leben im Bestfalle auch mit unterstützen. Im Sinne einer Diskursintervention, also können wir auch solche Vorlesungsreihen, glaube ich, als einen Beitrag in die richtige Richtung verstehen. Gut, ich möchte nun die Zeit nutzen, ist ja schon gesagt worden, ich soll möglichst 40 Minuten sprechen, mal schauen, ob wir das irgendwie schaffen. Aber in jedem Fall, glaube ich, ist es spannend und ich gucke immer wieder, will hier das System mich nicht weiterklicken oder ist immer ein größeres Projekt. Aber wir gucken mal, dass wir das Schach da oben, werden wir es dann probieren, das
sehen aber alle anderen nicht, dass es so aussieht. Das ist schon mal beruhigend, weil hier sieht alles Mögliche jetzt auf diesem Bildschirm aus. Okay, gut. Ich bin beruhigt, wenn Sie alles sehen können. Ich will gleich übergehen zu diesem Projekt, das gute Leben irgendwie einführen zu bringen. Und ich will ganz kurz sagen, wie das angelegt wird hier und wie ich den Vortrag strukturiere. Ich will zunächst etwas sagen zu den Kritiken, den globalen Kritiken, mit denen wir heute konfrontiert sind und auch den Forderungen nach globalen Alternativen. Ich werde dann dezidiert eingehen auf das Projekt des Buen Vivir als Programmatik des guten Lebens, die zunächst einmal der südamerikanisch klingende Name schon sagt, Spanisch, in Südamerika verortet ist, aber natürlich im dritten Punkt für uns auch relevant wird, eben nicht nur jetzt geografisch regional in Südamerika, sondern zu einem globalen Diskurs geworden ist. Und deswegen schauen wir uns auch die Zukunftsstrategien an, die für eine globale Perspektive wichtig werden, also Zukunftsstrategien jenseits von Naturausbeutung und Wachstumsperspektiven. Wir schauen auch nochmal gezielter dann auf konkrete Ansätze, die sich aus diesem großen Horizont heraus ableiten, nämlich Gemeinwohlökonomie und die Ansätze der Commons, und werden dann auch nochmal zwei konkrete Bildungs- und Gestaltungsprojekte aufgreifen. Pachamama Connection, das hier in Marburg tatsächlich auch realisiert wird von Pachamama Connection und eine globale Vernetzung mit Kolumbien darstellt und den regionalen Ernährungskreislauf, wie wir ihn hier in Marburg realisiert haben. Ja, um anzuknüpfen an unseren letzten Vortrag, da haben wir uns beschäftigt ja mit der Schöpfungsgeschichte und genau dieser Idee eigentlich, macht euch die Erde untertan als Botschaft, als Mythos, als kulturelles Projekt und als, wenn man so will, zivilisatorisches Projekt der Unterwerfung. Und gegen diese Figur gilt es im globalen Diskurs anzureden. Wir haben verstanden, dass dieses Unterwerfungsprojekt durchaus problematisch ist mittlerweile und wird an vielen Stellen erkannt, wie wir gleich sehen werden. Und offensichtlich hat dieser Mythos, dieses Wort, dieses biblische Wort, eine Aufmerksamkeitsstruktur entstehen lassen, die wirklich fördernd war, die Wirklichkeit hervorgebracht hat. Und in diesem Sinne ist es nicht zu vernachlässigen. Konstruktivistische Perspektiven haben recht. Das, was wir in den Blick nehmen, bringt Wirklichkeit aktiv hervor. Und es ist tatsächlich so entstanden, wenn wir in diese neuzeitliche Figur schauen, wie aus dieser göttlichen Figur, wie diese übergegangen ist in den Menschen, Leonardo da Vinci als der Genius, der irgendwie auch ein menschlicher Schöpfer ist und im Grunde diese generalisierte Figur des menschlichen Schöpfers mit seiner Schöpferkraft, der Forschende, der vermessende Mensch, irgendwie der erschließende Mensch, irgendwie der aber eben auch die Welt unterwerfende Mensch, ist hier in den Blick gekommen und hat Welt weiter gestaltet in dieser Figur, in dieser Idee einer singulären, dynamischen Gestaltungsfigur. Und das ist natürlich, wie wir gleich sehen werden, etwas völlig anderes als die Idee des Buen Vivir, wie wir sie in Südamerika vorfinden. Diese Figur, dieser christliche und auch griechische klassische Mythos und das zivilisatorische Projekt hat einen Fußabdruck erzeugt, der, glaube ich, kaum zu übersehen ist heutzutage und viel auch in den Medien problematisiert wird, dass wir an die Grenzen des Wachstums stoßen, ist seit den 70er Jahren problematisiert worden durch die Club of Rome. Und wir sehen heute, dass dieser Fingerprint des Menschen über den gesamten Planeten nicht nur einen Fußabdruck hinterlässt, sondern eigentlich die Welt vollkommen überformt hat in diesem Wachstumsprojekt. Und nicht umsonst sprechen wir heute vom Anthropozän, nicht umsonst sprechen wir davon, dass es mittlerweile fast Müllberge oder Müllkontinente gibt in unseren Weltmeeren. Und all dies macht uns deutlich, dass wir hier in massiven Problemlagen sind, die neue Herausforderungen oder alte Herausforderungen irgendwie völlig neu heute und in einer existenziell bedrohlichen Weise für uns zum Gegenstand machen. So, jetzt will mir das System hier einen Neustart anbieten. Ich hoffe, dass das jetzt nicht geschieht. Sehr gut. Wir sind aber mit der Technik soweit gut befreundet noch. Schauen wir mal, dass das auch gelingt. Gut, wir knüpfen also an diesem ersten Punkt an, an die Kritik am Bestehenden und der globalen Suche nach alternativen Zukunftsmodellen. Und wir können sehen, dass hier
westliche Ansätze, genauso wie östliche Alternativen und auch südamerikanische Kosmologien. Und auf die wollen wir im Kern zu sprechen kommen heute, relevant werden. Elinor Ostrom, die Nobelpreisträgerin, hat gesagt, wir haben ein Problem in dieser Übernutzung der Allmende des Gemeinwesens. Luft, Wasser, die natürlichen Ressourcen werden ganz offensichtlich aktuell übernutzt. Also mehr werden überfischt. All diese Probleme sind massive Probleme und wir brauchen einen anderen Zugang. Die Kritik an dieser Übernutzung lautet eben, kollektiv Verantwortung zu übernehmen für diese Ressourcen. Wir haben andere Kritiklinien, die von Hartmut Rosa beispielsweise, dem Soziologen, aufgebracht werden, der sagt, wir sind in einer kapitalistischen Gesellschaftsstruktur der Beschleunigung, die tut uns alle gar nicht gut. Wir können gar nicht mehr nach rechts und links gucken und mit Corona wird es ein bisschen ruhiger vielleicht mal, aber eigentlich brauchen wir dringendst Resonanzerfahrung, eine andere Qualität, uns wieder mit der Welt in Verbindung zu bringen, eine neue Qualität auch, das Wohlbefinden überhaupt wieder zu erschließen und unsere Welt zu entschleunigen. Also Zivilisationskritik im Westen sozusagen, die deutlich macht, dass es hier nicht so ganz rund läuft mit dem christlichen und klassischen Schöpfungsmythos. Die Bewegung der Commons, auf die wir später zu sprechen kommen werden, von Helferich ist hier eine wichtige Perspektive. Gemeinwohlökonomie werden wir auch aufgreifen als Forderungen nach alternativen Projekten und dem Presencing-Ansatz, den Otto Schama und Katrin Käufer vertreten, sind hier wichtige Perspektiven, die in der westlichen Welt diskutiert werden. Östliche Perspektiven möchte ich aber eben auch nennen, weil sie durchaus Parallelen, ist nicht identisch, aber durchaus Parallelen aufwerfen, nämlich die Forderung des kleinen Landes Bhutan im Himalaya, Bruttosozialglück als Alternative zum Bruttosozialprodukt und das Sozialglück als eine andere Lebensvision. Kommen wir aber zur südamerikanischen Kosmologie, um die es uns heute gehen soll. Buen Vivir als ein wirklich alternatives Paradigma zu einer anthropozentrischen Vorstellung, das heißt einer Idee, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt und zum Herrn der Schöpfung macht. Eine völlig andere Idee, ein spirituelles Selbst- und Weltverhältnis, was tatsächlich, wie wir sehen werden, den Menschen an eine ganz andere Position bringt, und dem es auch darum geht, nicht mehr zu haben und mehr zu akkumulieren, sondern zufrieden zu sein mit dem, was zum Leben reicht, eine gelebte Suffizienz zu kultivieren, die Gemeinschaftsgüter nicht zu übernutzen, sondern sie kultivieren und damit sorgsam umzugehen und ein gemeinschaftliches und demokratisches Entscheiden und Handeln, das Aini, zu kultivieren. Auch das ist ein Kernmoment, was wir finden in diesen Modellen. Schauen wir einmal nochmal auf das Buen Vivir als eine alternative Agenda, nicht der Entwicklung, sondern zur Entwicklung tatsächlich, dann sehen wir ganz in Übereinstimmung mit der Idee, die wir von Bhutan im Protokollglück schon sehen. Hier sehen wir da unten schon den kleinen Link zum New Development Paradigm Bhutan. Dieses Bild entstammt auch aus dieser, aus diesem Text. Und wir können hier sehen, dass hier die Wirtschaft eben nicht als Ziel und Zweck der Existenz der Menschheit gedacht werden, sondern tatsächlich eingebettet sind und einfach nur dazu da sind, die Gesellschaften lebensfähig zu erhalten und insgesamt wiederum die Gesellschaften eingebettet sind in eine nicht Umwelt, sondern eine Mitwelt, ein Lebensraum, der für alle sozusagen funktionieren muss und nicht nur für die, die daraus Nutzen ziehen und damit die Ungleichheitsschere sehr viel größer werden lassen. Also um diese Idee wird es uns im Folgenden gehen, also eine ganz andere Vorstellung von Entwicklung beziehungsweise eben auch der Verortetheit von Mensch in der Welt. Wenn wir sehen, dass Pachamama, also die Erdmutter, eine eigene Qualität hat und wir werden sehen, auch eine eigene Existenzberechtigung hat. Dann sehen wir, wie anders dieses Denken ist und wie vollkommen unterschiedlich diese Vorstellung ist, wie der Mensch dort in der Welt imaginiert wird. Und wir finden das nicht nur bei den Inka, die Erdmutter Pachamama als Kraft allen Lebens verstanden haben, oder wie ich finde es nicht nur dort, dass dort eine alles durchziehende Energiequelle des Lebens gesehen worden ist, Pachamama, sondern wir sehen diese Figur eigentlich auch, wir sehen auch, dass das eine keine patriarchalische, sondern eine matriarchalische Figur ist. Eine in dem Sinne auch in dem Geschlechterdiskurs ganz interessante Figur tatsächlich, weil wir diese Vorstellung von zyklischem Werden und Vergehen, von
entstehen werden von Reproduktion des Menschen in der Welt, gar nicht getrennt sehen, sondern das in ganz, ganz alten Artefakten finden können, die 25.000 Jahre alt sind. Ein frühes Beispiel aus der altsteinzeitlichen Menschenplastik zeigt uns schon Fruchtbarkeitssymbole der Venus von Willendorf, oder wir sehen beispielsweise die Muttergöttin auf dem Leopardenthron in Türkei, 1040 vor Christus. Also offensichtlich haben wir ganz verschiedene Orte in der Welt, in denen diese Figur einer zyklischen Reproduktion eines anders entstehen, anders vergehen, anders gebären und werden als Kraft allen Lebens, als Regeneration, als universelles Prinzip verankert ist. Wir wenden uns aber, obwohl wir verstanden haben, dass das nicht ausschließlich nur in Südamerika relevant wird, sondern auch offensichtlich eine sehr, sehr alte und tiefgreifende paradigmatische, mythologische Qualität hat, schauen wir jetzt doch tiefer rein einmal in diese Kosmologie, die sich mit dem Buen Vivir verknüpft, die Idee des guten Lebens, und sehen, dass hier Pachamama als Mutter Erde tatsächlich etwas völlig anderes ist, als wir uns hier im Westen nur vorstellen können, nämlich ein Wesen mit eigenen Rechten. Und wer sich hier die Welt, die Erde, den Wald als Wesen mit eigenen Rechten vor? Niemand. Also denken in Besitz und ziehen Zäune und gucken das im Katasteramt nach. Aber keinesfalls sagen wir, dieses Stück Welt gehört der Erde selbst. Diese Vorstellung hat hier absolut niemand. Also wir sehen, dass es sehr wohl lohnt, auch für uns, uns dieser Kosmologie etwas anzunähern. Also ganz im Unterschied zu einer menschzentrierten Lebenskunst ist Buen Vivir eben nicht eine Ars Vivendi, wie kann es uns besser gehen, welche Qualität und Lebenskunst bilden wir aus für unser individuelles Leben, sondern es geht um eine kosmologische Ethik, um die Frage, wo ist eigentlich der Ort des Menschen, und der ist ganz schlicht verortet in der Mitwelt, als Teil des Ganzen, aber keineswegs im Zentrum und als zugehörig zu einem co- und interdependenten Raum, den es gilt, in einer kollektiven Harmonie zu halten, um eine zyklische und eine kosmische Ordnung zu erhalten und um lebensspendende Beziehungen zu kultivieren. Das heißt, wir sehen hier, es geht um eine Mitverantwortung in dieser Welt, in ökologischer, in sozialkultureller, in spiritueller und in politischer Hinsicht, die wir gleich sehen werden. Der Volkswirtschaftler und Aktivist Germán Bonucci Poma spricht von vier Prinzipien, die generell wichtig werden im Buen Vivir, und Reziprozität, also der Wechselseitigkeit allen Lebens und aller Elemente, der Pluralität, der Frage, wie können wir eine möglichst vielfältige, nicht monokulturell, sondern eben gerade diverse und Varietäten, vielfältigen, variantenreichen Welt haben. Wie kann es in einer zyklischen Vorstellung, in einem auch spiralförmigen Zeitkonzepten das Denken sich kultivieren, und wie kann eine Gesundheitsvorstellung dort tief verankert sein, die eben nicht die Vorstellung ist, eine Abwesenheit von Krankheit, was wir im Westen ja oft haben als eine Gesundheitsvorstellung, sondern tatsächlich eine Vorstellung, dass Gesundheit was mit Ganzheit, mit Harmonie und Gleichgewicht zu tun hat und nicht etwa mit einem individuellen, sondern einem in einer Einbettung, in einem Kosmos, einem Gleichgewicht. Das heißt, wir alle tragen mit Verantwortung für diese Qualität des Seins. Praktiken, kulturelle Praktiken, Alltagspraktiken des Buen Vivir werden wir durchaus in Teilen, wenn wir zurückdenken, in den ländlichen Raum, auch in Europa, einiges davon wiederfinden können, weil es natürlich diese reziproken Formen, wechselseitig sich zu helfen, am Gemeinwohl beizutragen, was zu tauschen, Ackerland zu verleihen, Erträge zu teilen, sich unterstützen in Notfällen. Das sind ja Traditionen, auch demokratische Selbstverwaltung, die wir durchaus in Teilen auch im ländlichen Raum Europas vorfinden, die hier aber eben noch in ganz anderer Weise viel tiefer verankert sind und natürlich in dieser kosmologischen Ordnung sich auch verstehen. Gehen wir mal über von der kosmologischen Perspektive auf die kulturelle Tradition einerseits, aber eben auch auf die kulturellen Bewegungen, die hier entstanden sind. Und die sind natürlich wichtig dafür, damit wir heute überhaupt davon sprechen können. Denn wenn nicht an irgendeinem Punkt etwas diskursiviert würde, könnten wir es hier nicht zum Gegenstand machen.
Wir sehen, dass es eine extrem breite Bewegung, nicht nur Tradition, sondern auch Bewegung gibt, der Quechua in Peru, in Ecuador, in Bolivien, in Paraguay. Wir finden bei Chile, den Mapuche in Argentinien, den Colla in Argentinien, den Völkern des Amazonas. Wir haben also eine extrem große Verbreitung dieses Denkens, dieser Kosmovision, dieser Einbettungsvorstellung. Und glücklicherweise sind es eben auch die indigenen Organisationen, die sich gebildet haben, die dieses Wissen nicht nur kultivieren und tradieren, sondern die auch Forderungen gestellt haben und gesagt haben, wir als Dachorganisationen möchten als Institution der Zivilgesellschaft, dass diese Qualität, dieses Denken und diese kulturelle Tradition nicht nur nicht verloren geht, sondern gesellschaftlich Anerkennung erhält und dass sie politisch relevant wird als politisches Paradigma. Und genau dieses politische Paradigma wird wichtig, weil sie eine fundamentale Kritik übt. Diese Vorstellung, wenn ich von Mutter Erde als ein Wesen mit eigenen Rechten her denke, dann muss ich mich gegen utilitaristische Konzepte wenden oder muss ich mich wenden gegen monokulturelle Vorstellungen, wenn wir hier in diese riesenflächigen Anbaugebiete von Monokulturen denken, unsere Agrarwirtschaft oder global eigentlich sehen wir das an so vielen Stellen, dann geht es darum, genau diese monokulturellen Perspektiven und auch diese kolonialen Perspektiven, die damit verbunden sind, in Frage zu stellen. Auch die Forschung von Staatlichkeit natürlich und einer sehr hierarchischen Gesellschaft, denn wir können klar davon ausgehen, dass die indigene Bevölkerung nicht nur im kolonialen Zeitalter, sondern weit darüber hinaus durchaus sehr unterdrückt worden ist. Hier entstehen also Forderungen nach einer Anerkennung der indigenen Völker, nach der Forderung nach Plurinationalität, nach Interkulturalität als politische Prinzipien und die Forderungen nach einer Dekolonisierung dieser Staaten, dieser postkolonialen Staaten, die aber natürlich immer noch von diesen kolonialen Strukturen überformt sind, in denen immer noch struktureller Rassismus eingelagert ist und in denen natürlich in den letzten Jahren viel getan wurde, gerade in den linken Regierungen, die sich eben als indigene Regierung verstehen, hier gegenzuwirken und Gleichberechtigung, die Natur nicht mehr zu dominieren, eine nachhaltigere Gesellschaft, die auch geschlechtergerechter werden soll und die interkulturell gerecht werden soll, damit auch ein Empowerment der indigenen Völker unterstützen soll. Das heißt noch lange nicht, dass das alles gelingt und dass das alles schon verankert ist und dass wir hier sagen können, das ist stabil, aber wir haben durch die Forderung eine Institutionalisierung im öffentlichen Raum erreichen, nicht wir, sondern die indigenen Organisationen erreichen können, die die Rechte der indigenen Völker sozusagen legitimiert. Die UN hat 2007 diese Rechte legitimiert. Das bedeutet natürlich, dass kulturelles Erbe, dass Bräuche, dass Lebenspraxis auch wirklich gelebt werden darf, nicht unterdrückt, unterjocht wird, wie es in der Kolonisation war, in dem Quechua oder andere Sprachen verboten waren und nicht gesprochen werden durften. Und wir sehen aber, dass das alles auch wieder ermöglicht, unterstützt wird und explizit durch Gesetzgebung, durch Nationalversammlungen getragen ist, legitimiert ist. Und wir wollen, wie wir sogar, insbesondere jetzt Ecuador und Bolivien, Pachamama als die Eigenrechte dieser Mutter Erde sozusagen in der Verfassung verankert. Wir sind noch nicht ganz so weit an dieser Stelle, aber sehen, dass hier tatsächlich verfassungsmäßige Rechte der Mutter Erde verankert wurden. Und es ist gelungen, indigene Bildungskonzepte auch zu verankern. Immerhin, Paulo Freire, der die Pädagogik der Unterdrückten sozusagen erschlossen hat, die Bildung als Praxis der Freiheit vertreten hat, erkämpft hat. Es ist gelungen, tatsächlich schon 26 indigene Universitäten zu verankern. Das ist natürlich ein Erfolg und ein Institutionalisierungsprojekt, weil die Wissensbestände, die Sprachen, die Lernwege, die Kosmogonie dadurch auch erhalten bleibt, als Qualität und kulturelle Diversität erhalten bleibt und auch, auch im universitären System einen eigenen Raum bekommt und auch eine ethische Interkulturalität so verankert werden kann. Wir sehen also, auch wenn man noch lange darüber sprechen könnte, wie viele Probleme existieren, ist auch im südamerikanischen Raum, diese Konzepte wirklich zu verankern, zu leben, zu kultivieren, sind doch einige Erfolge erzielt worden. Und ich glaube, es lohnt, einmal hinzuschauen, was kann Buen Vivir für uns bedeuten, wie weit kann Buen Vivir im Rahmen globaler Diskurslinien relevant werden und
natürlich auch übergreifend hier auch für uns wichtig werden. Wenn wir genau hinschauen, sehen wir, dass diese Ideen des Buen Vivir, wie ja oft an verschiedenen Stellen der Welt auch Visionen, Konzepte, Modelle, irgendwo Parallelen aufweisen, können wir das hier durchaus sehen, dass es Bezüge gibt in der tiefen Ökologie, beispielsweise Vandana Shiva, Nobelpreisträgerin des alternativen Nobelpreises, Physikerin und Ökofeministin, fordert in Indien und weltweit eben entsprechend Konzepte. Und wir haben hier insbesondere in Deutschland und für Sie auch sehr gut zu erschließen im Netz von der Heinrich-Böll-Stiftung, ebenso wie von der Rosa-Luxemburg-Stiftung, gut zugängliche Materialien zu Buen Vivir. Das heißt, wir haben diese Debatte auch in Deutschland. Wie können wir eigentlich hier die Frage des Postwachstums auch für uns im europäischen oder im sogenannten Westen auch diskutieren. In einem Blog von Ilona für eine bessere Welt habe ich eine schöne Zusammenfassung gefunden, die ich noch mal kurz als Übergang mit weitergeben möchte, bevor wir quasi genau diesen Übergang in die Postwachstumsdebatten einbringen. Sie sagt, es geht bei Buen Vivir tatsächlich darum, dass es etwas ist, ein gutes Leben für alle zu fordern und nicht etwa solche Güter für wenige. Wenn wir sehen, dass die globale Schere von Haben und Nichthaben so weit auseinandergeht, wird das ja zu einer existenziellen Frage heute. Und auch diese Figur der Entwicklung, seit den 50er Jahren hat man gedacht, das ist eine stufenförmige Sache. Dann haben wir die dritte, zweite, erste Welt und alle kommen da an. Im Trickle-Down-Effekt wird das schon gelingen. Und wir stellen fest, das ist überhaupt nicht so. Also wir müssen diese Vorstellung von Entwicklung über Bord werfen. Die trägt nicht. Stattdessen gilt es, und das ist ebenfalls eine Forderung von Buen Vivir, diese Idee, dass wir die Ressourcen aus der Erde entziehen. So ambivalent das ist und so schwierig das ist für Bolivien, lassen wir das Lithium für die Handys jetzt im Boden und lassen wir das Öl jetzt im Boden. Nein, das ist nicht gelungen bis jetzt, aber trotzdem muss irgendwie ein solches Projekt ja diskutierbar werden und die Forderung, wie jenseits irgendwie dieser Vernutzung und Ausbeutung der Erde zu einer anderen Qualität des Lebens zu kommen, gefordert. Mensch im Einklang mit der Natur zu denken, die Natur als Rechtssubjekt zu verankern, ein Potenzial auch für unsere Verfassungen, die anthropozentrische Logik des Kapitalismus zu beenden, also diese Vorstellung, dass wir im Zentrum von Welt stehen, völlige Illusion, wie uns vielleicht auch die Welt immer mehr klar macht. Und die Forderung, eine Postwachstumsgesellschaft zu erfinden, die es natürlich jetzt so noch nicht gibt, in unseren Welten hier als Gesellschaften und die auch gar nicht so einfach ist zu erschließen, aber mit Solidarität, mit Gegenseitigkeit, mit Harmonie auf diesen Weg gebracht werden kann und auch durch Dialog, auch durch Reflexion hier erreicht werden kann. Das sind also die Vorschläge in diesem Blog, die uns, glaube ich, ganz gut überleiten in diesen dritten Punkt der Zukunftsstrategien und der Vorschläge, was denn getan werden kann. Nun hat ja die UN die Sustainable Development Goals formuliert und jetzt könnte man noch sagen, das ist doch viel, das sind 17 große Anliegen, große Projekte und dennoch stellen wir fest, dass wir, wenn wir genau hinschauen, diese Zukunftsstrategie in einer Postwachstumsperspektive über diese Sustainable Development Goals hinausgehen müssen, weil diese tatsächlich im Prinzip die Grundfesten einer wachstumsorientierten Ökonomie und auch eines globalen Finanzkapitalismus nicht wirklich hinterfragen. Das ist auch eine Kritik, die an den SDGs formuliert wird. Entsprechend haben wir ebenfalls Kritik von links, was den Schlussbericht der Enquete-Kommission Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität, der ja hier in Deutschland ebenfalls auf den Weg gebracht worden ist. Und da wird auch kritisiert, dass es weiterhin um Wachstum geht, dass dieser nicht in Frage gestellt wird und dass eigentlich eine weiterführende Debatte, die Wachstumsstrategien hinterfragen, nicht geführt wird oder nicht ausreichend geführt wird. Und auch in diesem Dokument nicht hinreichend debattiert wird. Otto Scharmer vom MIT Boston sagt, wir sind in einer multiplen Krise. Wir müssen entsprechend dieser multiplen Krise, die unterschiedlichste Bereiche kann, Klima, Energie, Armut, Wasser, Gesundheit, Ernährung, finanzielle Sicherheit, Bildung, Führung zu übernehmen für Zukunftsmodelle, auch die zivilisatorischen Projekte, auch eine spirituelle Erneuerung. Das sind alles Punkte, die er zum Gegenstand macht und
gefordert, dass wir, das sehen wir unten in diesem dunkelgrauen Bereich, sagte, das sind Akupunkturpunkte, hier müssen wir ansetzen, wir brauchen eine neue Infrastruktur und wir müssen unsere Koordinationsmechanismen verändern. Wir müssen anders mit unseren Gemeingütern und also der Allmende diesen Ressourcen umgehen. Wir können die nicht einfach so vernutzen, die Weltmeere überfischen, etc. etc. Wir müssen andere Lösungen finden für Arbeit. Die einen haben zu viel, die anderen zu wenig. Die einen werden extrem reich, die anderen verarmen, obwohl sie extrem viel arbeiten. Also diese Fragen müssen neu aufgegriffen werden, sagt er. Und wir müssen umgehen mit einer anderen Qualität. Wir müssen auch mit den Finanzmärkten anders umgehen. Wir müssen mit Technologien, mit Digitalisierung anders umgehen und über die Open-Source-Perspektiven und neue technologische Lösungen finden, die für Gesellschaft produktiv werden. Wir brauchen auch neue Führungsqualitäten mit Blick auf eine Postwachstumsperspektive und wir brauchen neue öffentliche Diskursräume, dialogische, auch basisdemokratische Diskursräume, die uns erlauben, eine ko-kreative, regenerative Ökonomie zu schaffen. Diese Forderung formuliert Otto Scharmer und in diesem Anschluss finden wir auch die große Debatte im Dialog zwischen Südamerika und Europa mit der Forderung nach radikalen Alternativen in der Diskussion hier von Alberto Acosta und Kollegen Politikwissenschaftler Brandt, der sich genau an dieser Stelle beschäftigt mit dem Gespräch zwischen Postwachstum und Anti-Extravismus. Also können wir diese Forderungen, die hier im Raum stehen, wie können die sich realisieren? In jedem Fall wird eine Kritik an der imperialen Lebensweise formuliert, eine Kritik an der anthropozentrischen Gesellschaft formuliert und im Einklang auch mit Vandana Shiva, die gesagt hat, wir sind eigentlich weiter in diesem Paradigma, Welt als tote, manövrierfähige Materie zu verstehen und wir sind noch nicht über dieses Projekt hinausgekommen und das muss es aber, wenn wir etwas verändern wollen. Koexistent, sich als Menschen, dass Menschen in der Welt als koexistent begreifen, dass wir in Resonanz gehen mit Selbst- und Weltbeziehungen, sind Forderungen, die in dem Zusammenhang auch formuliert werden und die verstehen sich aber, wie Acosta und Brandt formulieren, jenseits von einem Green New Deal als Wirtschaftsmodell oder einer Vorstellung, wo wir einfach unseren Müll in gelben Säcken nach China verschaffen, was ja zunehmend auch nicht mehr funktioniert. Wie wir feststellen. China möchte den Müll gar nicht mehr haben. Da muss man sich was Neues einfallen lassen. Spätestens dann sollte man darüber nachdenken, ob man nicht anders generell damit umgeht. Also die Forderung hier, neue Formen der Koexistenz zwischen Mensch und Natur zu finden, auf neue Weise miteinander in Resonanz zu gehen, mit sich und der Welt in Resonanz zu gehen, sind Forderungen, die hier gestellt werden in den Zusammenhang. Und auch das Anliegen, eben nicht weiter so und Steigerung und Wachstum und immer mehr haben, dieses Habens, sondern eine reduktive Moderne zu kultivieren als Forderung, eine, die allerdings nur dann möglich wird, wenn sie eine mentale Infrastruktur hat. Es geht darum, nicht einfach nur zu sagen, naja, wir können jetzt nicht immer mehr machen, weil die Grenzen des Wachstums erreicht sind oder weil die planetarischen Grenzen erreicht sind oder weil wir den Planeten übernutzen. Aus einer UNWW-Perspektive heraus würde es ja darum gehen, tatsächlich zu schauen, Moment mal, was ist das eigentlich immer noch für eine Unterwerfungsvorstellung? Was ist das immer noch für eine Ideologie, dass wir uns die Welt untertan machen? Also immer noch dieses alte christliche Paradigma, was ja gar nicht mehr tragen kann heute. Wir brauchen also in dem Sinne eine mentale Infrastruktur, die sich gegen den Hyperkonsum wendet, die sich gegen diese Ökonomie des Wachstums wendet und die das Unglück, was durch wachsende Zerstörung entsteht, adressieren kann. Nun ist es aber gar nicht so einfach, also diesen Degrowth, also dieses Postwachstum zu erreichen. Und so sagen also die Kollegen Acosta und Brandt auch, dass es nicht so einfach ist. Also es ist nicht so, dass es irgendwie einfach sozusagen der freiwillige Übergang gleichmäßig, gerecht, ein Regime von niedriger Produktion und geringerem Verbrauch geben wird und dass es simsalabim sozusagen selbsttätig durch die Tür wandert. Das ist einfach nicht so, nicht zu erwarten. Sie sagen, wir müssen es problematisieren, wir müssen
in Frage stellen, dass das so einfach geht. Wir können also nicht denken, dass das unterkomplex modelliert werden kann. Wir müssen leider vielleicht, aber doch angemessenerweise Staat, Interessen, Konflikt wirklich angemessen komplex theoretisieren. Ansonsten werden wir dieser Komplexität gar nicht forschend und gestaltend gerecht werden können. Und dann wären wir naiv und blind und würden denken, dass es einfach geht. Es geht aber gar nicht einfach. Eigentlich wissen wir ja, dass es ist. Aber das ist noch nicht in den Degrowth-Konzepten angemessen repräsentiert. Auch schlichte Vorstellungen von Entökonomisierung sind natürlich ein bisschen schwierig. Wir sehen im Moment, finanziert der Staat, aber wir kriegen auch mit, dass das gar nicht so einfach ist und relativ schnell da die Luft ausgeht. Also man muss sich schon wirklich grundsätzlich andere Modelle überlegen, wenn es darum geht, andere Fundamente zu schaffen, die aber tragfähig sind. Und hier wird gefordert, tatsächlich plurale ökonomische Modelle zu schaffen, solidarische ökonomische Modelle zu schaffen, ganz wesentlich auch den Blick zu richten auf Bildung, auf Gesundheit, auf Erziehung, auf Pflege. Das wird mit Corona auch deutlich, wie systemrelevant eigentlich diese Dimensionen sind, die in der Regel als nicht vermarktlicht oder irgendwie schlecht bezahlte Frauenarbeit am Rande quasi stattfinden und von daher nicht die Relevanz haben, sie aber haben müssten. Demokratisierung ebenfalls als ein zentrales Anliegen, ein zentrales Projekt, was in diesem Zusammenhang gefordert wird. Und gerade mit Corona haben wir sicherlich die Chance, hier mehr nachzudenken eigentlich über das, was wir wirklich brauchen. Es gibt ja einige Perspektiven, auch Zukunftsforscher, die sagen, naja, das bringt uns vielleicht wieder zurück zu dem, worum es wirklich geht. Also lebenswerte Beziehungen, Zeit miteinander zu haben, Menschen zu sehen, die uns etwas bedeuten und vielleicht auch nochmal wieder zurechtzurücken, wie wir mit unserer Zeit normalerweise umgehen. Also das sind schon erste Anzeichen, die uns Chancen bieten, nochmal neu und anders auch hier in unseren Kontexten über das gute Leben nachzudenken und Fragen zu stellen, wie die ökonomische Sphäre eigentlich verändert werden kann, wenn wir Normen und Werte auch im Ökonomischen auf das Leben hin orientieren, wie wir demokratische Organisationsformen und kollektives Handeln kultivieren können, wie wir Transparenz, wie wir Demokratisierung, wie wir Zurechnungsfähigkeit von welcher Praxis wird hier eigentlich realisiert, von wem, wer verschmutzt hier was, wie, ökosoziale Verantwortung, diese Fragen auch wirklich aufzuwerfen und auch zu fördern, Bewusstsein zu fördern, solidarische Ökonomie zu stärken und in dem Sinne in einer Wirtschaftskreislaufperspektive auch zu denken und entsprechend dann auch, und hier kommen jetzt die organisationspädagogischen Perspektiven rein, mit denen wir uns im Arbeitszusammenhang ja beschäftigen. Also nicht nur eine Bildung für nachhaltige Entwicklung, sondern Organisationsbildung tatsächlich auch zu unterstützen, Vernetzung und damit entsprechend auch solche Nester irgendwie der Veränderung auch entstehen zu lassen. Ich möchte jetzt im vierten Teil eingehen auf Konkretisierungen dieser Forderungen nach einer Postwachstumsökonomie und die beiden Ansatzpunkte, die wir oder Diskussionen und Ansätze, die wir hier aktuell prominent vorfinden, ist einerseits der von Christian Felber initiierte Diskurs über die Gemeinwohlökonomie, sich in 10 Jahren unglaublich entwickelt, verbreitet, kultiviert und Christian Felber als österreichischer Autor, Performer, Tanzperformer, politischer Aktivist, der ATTAC gegründet hat, der die Bank für Gemeinwohl gegründet hat, also vielfältig aktiv ist und die Gemeinwohlökonomie initiiert hat. Wir sehen da unten den Hinweis auf einen entsprechenden Band, sagt, unser Wirtschaftssystem steht auf dem Kopf. Das Geld ist Selbstzweck geworden, statt ein Mittel zu sein für das, was wirklich steht, nämlich das gute Leben für alle. Und vielleicht gelingt es, diese Justierung neu zu erreichen. Und er fordert und schlägt vor, und wie wir gleich sehen werden, einen durchaus ausgesprochen stark irgendwie schon ausgebauten und strukturierten Gefüge, eine ethische Marktwirtschaft zu schaffen, die nicht in Konkurrenz steht, sondern auch nicht primär auf Finanzgewinn aus ist, sondern darauf Gemeinwohl zu schaffen aus ist. Wenn Sie also auf die Seiten der Gemeinwohlökonomie gehen, dann werden Sie dort einiges an Ressourcen finden. Von dort
habe ich Ihnen hier einige Hinweise mitgebracht, um noch mal kurz zu schauen, was die Referenzpunkte sind der Gemeinwohlökonomie, der Referenzpunkt auf Menschenrechte, auf demokratische Kultur, Verfassungswerte, auf die Achtung vor der Natur, den Schutz der Erde. Und wir würden im genaueren sicherlich noch Unterschiede finden zu einer Vorstellung des UNDP und einer kosmologischen Idee, die Verortetheit der Menschen in der Kultur und der Natur sieht. Nichtsdestotrotz sehen wir hier schon Annäherungen, Adaptionen, Anschlusspunkte, glaube ich, die eher helfen, in diese Richtung zu kommen. Als unabhängige Initiative ist die Gemeinwohlökonomie ja, an vielen, vielen Stellen aktiv gegen Diskriminierung jeder Art, lebt im Prinzip vom ehrenamtlichen Engagement ihrer Mitglieder und baut sich in enormer Weise tatsächlich auf, tritt an Unternehmen heran, an Organisationen heran, um im Prinzip mit einer Form der Bilanzierung eine werteorientierte Wirtschaftsform zu verankern. Ich denke, da gehen wir schon in die richtige Richtung, wenn wir hinterfragen, wie weit sind die Ressourcennutzungen, die ja bislang gar nicht eingepreist werden in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung. Also diese Fragen werden nicht auf Unternehmensebene gestellt. Fukushima muss niemand dafür bezahlen, dass eigentlich alle Meere verseucht werden und viele Menschen verstrahlt wurden. Und so weiter. Also wir sehen, dass hier viele Handlungsbedarfe bestehen, die aufgegriffen werden auf diesem Wege. Und es wird aber gleichermaßen eben auch auf politischer Ebene darauf hingearbeitet, diese Wertbezüge in rechtliche Projekte einzuschreiben und damit eben auch den Diskurs wirklich in eine gemeinwohlorientierte Wirtschaftssystem als Rechtsbasis auch zu verankern und entsprechend aber eben auch im Bildungs- und Forschungsbereich die Bewusstseinsbildung zu unterstützen. Und das sind, glaube ich, schon Ansatzpunkte, die uns helfen, diese Idee eines gemeinwohlorientierten Wirtschaftens in Praxis zu bringen. Das ist ja etwas, wo sich tatsächlich auch alle Interessierte sehr gut mit einbringen können in Wirtschaft, Politik und Bildung, wirksam zu werden, über Gemeinwohlbilanzierung, über entsprechende Verankerung in Gesetz und Verfassung und über Bildung und Forschung. Ich habe da viele Möglichkeiten. Und wir sehen, dass es eigentlich interessanterweise hier einen hohen Organisationsgrad gibt in der Gemeinwohlökonomie auf der Basis von Regionalgruppen, von sowohl eben zertifizierten Unternehmen und Organisationen, Kreisen, Kommunen, bis hin eben dann zu Netzwerken, die tätig werden, Sprecherfunktion, Botschafterfunktion. Es soll jetzt sogar eine Akademie geben, eine Gemeinwohlakademie, die uns ebenfalls dahingehend, glaube ich, helfen wird, Wissen zu bündeln und voranzutreiben, um die Idee einer Veränderung des Wirtschaftens und Zusammenlebens zu kultivieren, in dieser Idee der Veränderung, die man in der Welt sehen möchte, selber auch zu kultivieren. Kommen wir zum zweiten Teil der konkreten Zukunftsstrategien. Das sind die Commons. Da hat Silke Helfrich und David Bollier und die Heinrich-Böll-Stiftung Wesentliches schon beigetragen. Durch die Bücher, die entstanden sind, die Welt der Commons irgendwie konkreter, lebbar, umsetzbar erscheinen zu lassen. Und so etwas wie solidarische Landwirtschaft, es in den 80er Jahren vielleicht als Einzelinitiative gab, da sehen wir heute, dass hunderte Initiativen einer solidarischen Landwirtschaft mittlerweile existieren. Und wir sehen, dass durch diese Thematisierung hier natürlich viel unterstützt wird. Also Selbstorganisation, lebendige soziale Strukturen zu schaffen, der Mikro-, Meso- und Makroebene in einer Ich- und Weltbezogenheit. Da kommen schon auch Ansatzpunkte dieser Idee der Bezogenheit hinein, die an diese Idee des guten Lebens erinnern, wenn sie auch natürlich weiterhin nicht identisch sind mit dem, was in einer indigenen Kultur in Südamerika passiert. Aber das würde, glaube ich, auch nicht unser Anspruch sein wollen und können. Wir wollen ja irgendwie keinen, weder wollen wir Sozialromantizismus betreiben, noch wollen wir irgendwo etwas übertragen, was in dieser Welt gar nicht unmittelbar kulturell anschließt, sondern hier müssen ja immer Übersetzungsprozesse sich vollziehen, die Gedanken und Anschlusspunkte übertragbar und lebbar werden lassen.
Was bedeutet die Idee der Commons? Welche Anliegen sind damit verbunden? Die Idee des Silence, die Idee der Kooperation, die Idee der wechselseitigen Bezogenheit in der Mensch-Natur-Beziehung, eben nicht der Mensch im Mittelpunkt, sondern die Träger des Wandels sind Netzwerke, sind Gemeinschaften. Der Fokus liegt wie bei der Gemeinwohlökonomie auf dem Gemeinwohl und nicht auf dem Ego-Nutzen, sondern auf der Vorstellung, dass wir danach fragen sollten, was wir wirklich zum Leben brauchen und es hier auch um horizontal oder Bottom-up-Steuerungsmuster gehen muss und nicht um Top-Down-Vorstellungen. Zentralisierung ist nicht, sondern Dezentralisierung an vielen Stellen, die Mitverantwortung aller als eine Idee und ein sich verständigen darüber, was soll unter welchen Bedingungen, wenn es denn konkurrierende Anliegen und Ressourcen gibt, ja, wie wollen wir mit den Zugangsregeln umgehen am Ende? Wer soll sie wann wie nutzen können? Nicht einfach alle können alles niedertrampeln, sondern darüber sprechen, wie können wir das nachhaltig gestalten, dass es auch möglich ist. Also diese Anliegen der Fairness, einer pluralen Wissensproduktion, der erhaltenden Kultivierung der Ressourcen und einer Vorstellung, dass Entfaltung des Selbst immer wesentlich damit verbunden sein muss, wie andere sich entfalten können. Das sind Grundanliegen der Commons. Und interessanterweise in dem neuesten Buch, was sehr gehelfrich und David Bollier herausgebracht haben, jetzt von 2009, wird versucht, eigentlich mit einer Bildsprache Haltungen und Praktiken der Commons zu kultivieren. Ich finde das ein sehr interessantes Projekt, weil uns das, glaube ich, sehr gut helfen kann, in konkreten Arbeitsvollzügen, in Projekten, in Zusammenarbeit, wenn wir so wollen, diesen Kompass irgendwie zu kultivieren und auch zu nutzen und beizubehalten mit diesen visuellen Erinnerungsmomenten, die, auch wenn wir jetzt nicht alle im Detail uns erschließen, aber das wird in dem Buch detailliert dargestellt, wie sie zu dieser Bildsprache kommen, zu diesen Visualisierungen kommen. Sehr interessant tatsächlich, das soziale Miteinander, das sorgende und selbstbestimmte Wirtschaften und die Selbstorganisation des, durch Gleichrangige hier auf der Mikro-, Meso- und Makroebene zu kultivieren. Und indem wir hier sagen, uns gemeinsam an Werten orientieren, Rituale etablieren, auf situative Wissensbestände zurückgreifen, beitragen zur Wissensgenese. All diese Anliegen können ja dazu beitragen, wirklich neue Lösungen auch zu schaffen. Ja, sich, also Gegenseitigkeit, nicht Einseitigkeit, Naturverbundenheit vertiefen. Also wir sehen, da liegen so viele Qualitäten drin, also Vielfalt, auf Vielfalt in Ausrichtung. Eigene Governance-Strukturen, also selbstregierende Strukturen, hierarchische, selbststeuernde Strukturen zu etablieren, Konflikte, die zwangsläufig auftreten müssen, aber eben Beziehungswaren zu gestalten, gemeinsinnig zu entscheiden, all diese Anliegen einer Idee des gemeinsamen Entstehenlassens, demokratisch und auch des Wirtschaftens sind hier vorgesehen in diesem Bauplan, wenn man so will, des Commoning. Und wir werden nicht jeden Aspekt hier vertieft aufgreifen, aber da kann man, glaube ich, ganz gut nochmal anknüpfen, wenn man nochmal schauen will. Und diese Bildsprache hat wirklich ihre eigene tiefe Logik, die auch erläutert wird. Und diese Haltungen und Praktiken fordert aber eben auch, dass Commons eben nicht nur auf dieser Ebene von Transition Towns oder von Repair Cafés oder von Fahrradläden für die Gemeinschaft oder was immer wir uns vorstellen können, hier existieren, sondern dass sie auch auf der Makroebene etabliert werden müssen, indem die vielen Netzwerkelemente verbunden werden, in denen Infrastrukturen geschaffen werden, in denen katalysatorische Kräfte entfaltet werden, also auch im Bildungs- und Forschungskontext und die aber auch natürlich Finanzierungsmodelle brauchen, um diese Qualität weiter zu produzieren. Wir sind also ganz offensichtlich in einer Figur, wo es darum geht, kollektiv und gemeinschaftlich das Neue entstehen zu lassen und ganz im Unterschied zu einem herrschaftlichen Modell des einen Gottvaters, der sich die Erde als Untertan Projekt vorstellt oder eben des Erfinders, der das unternehmerisch individuellen Nutzen lehren will, kommen wir nochmal zu zwei Praxisbeispielen zum Abschluss, die ich ganz kurz noch ansprechen möchte. Wir sehen, dass wir hier, auch wenn es nicht um Projektismus gehen kann, wie wir verstanden haben, aber dennoch sind es, glaube ich,
Ansatzpunkte, die auf der globalen und auf der regionalen Ebene versuchen, Kreislaufwirtschaft, Kreislaufökonomie zu verankern. Und dieses konkrete Projekt des regionalen, des globalen Wirtschaftskreislaufs ist von Pachamama Connection hier in Marburg initiiert worden. Ein Kaffeeprojekt in Zusammenarbeit mit der solidarischen Landwirtschaft Marburg. Und dieser Kaffee stammt eben vom indigenen Volk Nasa in Kolumbien, ein Reservat in der Provinz Florida. Und Diambrantiba ist von großer Bedeutung dort für die Menschen. Wir sitzen hier, sehen hier, wie sie im Kreis sitzen, wie sie eigentlich diese Form des demokratischen Miteinanders wirklich auch kultivieren. Und da sind wir tatsächlich wieder im Bogen zurück zum klassischen Buen Vivir-Ansatz, der dort tatsächlich auch als gemeinsame Praxis gelebt und kultiviert wird. Und in einem globalen, fairen Wirtschaftskreislauf wird es möglich, dass faire Preise gezahlt würden, dass die Monopolisten des Kaffeemarktes in Kolumbien damit ausgetrickst werden können, faire Preise möglich werden für die Menschen und die Menschen dadurch auch ihre eigenen Bildungsprojekte verfolgen können und ihre eigenen kulturellen indigenen Universitäten auch aufbauen können. Das eigene indigene Schulsystem ist dort schon gelungen, eine enorme Leistung, sogar anerkannt worden von der kolumbianischen Regierung, was eine unglaubliche Leistung darstellt. Also ein sehr, sehr interessantes Projekt, empfehle ich nicht nur zum Nachlesen, sondern auch zum Unterstützen, Kaffee bestellen. Und wo tatsächlich auch sehr existenzielle Krisen durch eine solche solidarische Globalökonomie bearbeitet werden können. Denn hier sind Interessen da, diese Ressourcen, dieses Leben in dieser Gemeinschaft nicht nur zu hinterfragen, sondern auch zu untergraben, wenn es also ökonomische Interessen gibt, das Gebiet, irgendwie das Territorium sich anzueignen, wenn es eben Interessen gibt, die Lebensgrundlagen für dieses Volk entziehen, dann sehen wir, wie wichtig solche solidarischen Projekte auf globaler Ebene sind. Ich möchte jetzt ein letztes Beispiel noch bringen, bevor ich hier jetzt in wenigen Minuten zum Schluss komme. Ein regionales Modell, sozusagen regionalen Wirtschaftskreislauf. Wir haben das gefördert durch den Fonds, den Rat für nachhaltige Entwicklung im Fonds Nachhaltigkeitskultur Mittel erhalten, um in Verschränkung zwischen Hochschule und Region einen regionalen Ernährungskreislauf zu unterstützen, hier in der Region Marburg mit Innovationslaboren. Und über ein Jahr hinweg haben wir mit Innovationslaboren, Nachhaltigkeitslaboren diesen regionalen Ernährungskreislauf zwischen Erzeugern, dem Handel, den Verbrauchern, dem Recycling, aber auch der Wirtschaftsförderung, der Regionalentwicklung, der Verwaltung, der Politik, der Wissenschaft und der Zivilgesellschaft sozusagen versucht auch mit zu unterstützen. Und die Studierenden im Master Erziehungswissenschaften hatten sich gewünscht, dass unsere Mensa hier an der Uni nachhaltig, noch nachhaltiger werden sollte, als sie jetzt bereits ist, und dass wir hier diesen regionalen Ernährungskreislauf fördern möchten. Und aus einer organisationspädagogischen Perspektive ging es uns darum, die Studierenden zu befähigen, Organisations- und Netzwerkberatung zu lernen in partizipativen, ko-kreativen Prozessen. Und sie haben tatsächlich selbst dann auch diese Innovationslabore in den kleinen Gruppen der Akteure im regionalen Kreislauf moderiert und damit im Prinzip auch Commoning-Wissen, wenn man so will, sich angeeignet und Netzwerkentwicklung, Netzwerkmoderation unterstützt. Und wir können sehen, dass eben diese Verschränkung von Hochschule und Region auch eine solche Idee ist, auf diesem Wege gestaltungsorientiert Personalisierung, ganzheitliches Lernen, projektorientiertes Lernen zu unterstützen und darüber hinaus aber eben auch gestaltungsorientierte Perspektiven möglich werden zu lassen, alternative Modelle im regionalen Ernährungskreislauf zu entwickeln, Ideen zu generieren. Ich kann nicht mehr alle vorstellen jetzt, da gibt es drei Filme dazu, die können Sie auf unserem YouTube-Channel Susanne Maria Weber sich anschauen, wenn Sie da vertieftes Interesse haben. Aber wir sehen, dass es da darum ging, dass auch die Partner miteinander in Kontakt kommen, dass sie miteinander sprechen, dass sie diese Ideen miteinander reflektieren, diskutieren und auch vorantreiben und dass dieses Knowing-Doing-Gap, von dem wir abstrakt wissen, dass wir
viel mehr in regionalen Kreisläufen denken und arbeiten sollten, tatsächlich auch überschreiten. Und dass wir diesen Schritt tun, vom Wissen zum Tun, ist hier eine entscheidende Größe. Und damit kommen wir an, nochmal an dem Punkt, dass die Aufmerksamkeit genau die Zukunft ja hervorbringt. Und wenn wir aus einer solchen Brain-Reveal-Perspektive heraus, aus der Perspektive des guten Lebens heraus schauen, dann bringen wir es auf diesem Wege auch hervor. In diesem Zusammenhang gilt es, aus dieser Haltung heraus, das Brain-Reveal auch zu handeln und damit ein Mehr irgendwie an gutem Leben auch entstehen zu lassen. Hier nochmal ein kleiner Blick auf die Literatur, die für Weiterinteressierte zur Verfügung steht, beziehungsweise im Netz auch zum Teil erschlossen werden kann. Hier sind weiterführende Hinweise, wie Sie sich erschließen können. Und hier die Hinweise auf die zugrunde liegende Literatur. Und jetzt bedanke ich mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Und wir haben hoffentlich noch ausreichend Zeit für Fragen, für Diskussionen, für Anmerkungen oder auch spannende weitere Projekte, die es zu berichten gibt. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. So, jetzt kommt unsere Moderation wieder zum Zuge. Ich glaube, da kommt jetzt irgendwie das ein anderes Video in den Blick. Ansonsten kann natürlich die Lea, da ist sie schon mit. Jetzt gibt es ein Doppel-Echo, ein Widerhall. Da müsste man schauen, was man tun kann. Ansonsten komm doch einfach hier auch her. Das ist auch eine gute Möglichkeit. Ach so, weil die Fragen dort sind. Ja gut, dann finden wir eine Lösung, ich bin sicher. Gut, vielen Dank. Vielen Dank erstmal für den sehr inspirierenden und auch dichten Vortrag, der uns dieses Konzept vielleicht erstmal nahegebracht hat und aber auch gleichzeitig übersetzt hat in sozusagen regionale Möglichkeiten, das gute Leben auf der Mikro-, der Meso- und der Makroebene zu denken und damit sozusagen auch das Prinzip der Relationalität und der Konnektivität zu beleben als zivilisatorische Aufgabe. Ich nehme jetzt gerne Fragen entgegen und werde sie dann direkt weiterstellen. Genau, ich stehe gleich daneben, also wir hören alles. Genau, wir können das gerne gemeinsam und vielleicht gibt es ja Impulse. Auch wenn es noch Verständnisfragen geben sollte, ist es selbstverständlich möglich. Ich weiß, ich bin ein Speedgirl und neige manchmal dazu, vielleicht Dinge irgendwie ganz auch dynamisch einzubringen. Von daher lade ich herzlich ein, wenn es noch Fragen gibt, sehr gerne diese auch einzubringen und zu stellen. Auch Verständnis nochmal vertiefen, das können wir gerne nochmal anknüpfen. Ist jederzeit möglich. Wir schauen mal, ob da was. Genau, es wird die Frage gestellt, ob wie Fragen gestellt werden können. Tatsächlich nur in dem Chat. Also es gibt ein extra Chatfenster innerhalb des Streams, dass Sie anklicken können und darüber nehme ich jetzt gerne die Fragen entgegen. Können aber genauso gut auch Beispiele sein, irgendwie eigener alternativer Praxis. Ich glaube, das kann auch ein Share Space werden, wobei wir nicht überall zuschalten können, fürchte ich. Das ist, glaube ich, eine technische Limitation, die wir haben. Wir können jetzt nicht überall hinschalten, vernetzt und alle anderen auch zu Wort kommen lassen, was eigentlich sehr schade ist und im Prinzip das Commoning vollkommen widerspricht. Wir haben nämlich hier quasi ein frontales Szenario trotz des virtuellen Raumes. Wir können nicht irgendwie so viel Interaktion ermöglichen, also eine vernetzte Kommunikation, dass andere auch was erzählen könnten, wäre eigentlich sehr schön, wenn das gelingen würde. Machen wir beim nächsten Mal. Ja. Ich denke, ich ergreife einfach mal das Wort und wir schauen weiter nach Fragen. Deswegen schaue ich immer wieder aus dem Bildschirm raus. Das ist meine Beobachtung des Bildschirms hier neben mir. Was mich jetzt vor allem fasziniert hat und auch nochmal sozusagen ins Nachdenken gebracht hat, war, dass so viele Fragen entstehen. Tatsächlich. Also da war zwischendrin waren auch Folien, in denen einfach nochmal sozusagen Fragen, in denen du Fragen formuliert hast, die mich auch nochmal adressiert haben. Wie kann eigentlich solidarische Ökonomie gedacht werden? War für mich nochmal ein Ansatzpunkt. Und das hat sich jetzt hier am Schluss schon mal ein bisschen gezeigt, dass die organisationspädagogische Perspektive ja weg vom individuellen
Handeln geht oder das zum, verknüpft mit Fragen an, wie können wir Organisationen schaffen, die sozusagen verschiedene Akteursperspektiven mit einbeziehen. Und das, das sozusagen als ein Zukunftsmodell auch für den, für sozusagen, ja, um Vernetztheit in diesen Kreislauf, diese Kreisläufe zu denken. Was für mich jetzt nochmal spannend war in Bezug dann auf das Buen Vivir, dass sozusagen das nicht gelingen kann, ohne eine historische Perspektive einzunehmen. Also wie, wie kann dieses Zusammenkommen der verschiedenen Akteure organisatorisch oder auf der Meso-Ebene gelingen, diese aus ganz unterschiedlichen Perspektiven auf das Problem schauen. Vielleicht kannst du da nochmal drauf eingehen, wie sozusagen dieses, die Historie von Problemen adressiert werden kann, wenn die, wenn die Beteiligten in unterschiedlicher Weise betroffen sind. Mhm. Dankeschön. Ja, ich glaube, wir kommen in ein Kernproblem natürlich und Kernfrage hinein. Wie gehen wir um mit Differenz in der Demokratie? Das ist ein Grundproblem, glaube ich, mit dem sich die Demokratietheorie schon ziemlich lange rumschlägt. Wie gelingt es mit der Vielfalt, mit den unterschiedlichen, auch mit den Interessen? Wir haben es gesehen bei den Postwachstumsdebatten. Wurde ja gefordert, dass wir hier nicht naiv einfach sagen können, da sind wir alle lieb und dann wird's gut. So ist es eben nicht. Und wir haben natürlich irgendwie die Fülle an ganz unterschiedlichen und legitimen Ansprüchen, die aber Lyotard jetzt aus einer postmodernen, poststrukturalistischen Perspektive sagen, inkommensurabel sind. Das sind unterschiedliche Wertbezüge, die sich ja auch nicht ohne weiteres vermitteln. Also ein anderes, eine Grundvision, irgendwie, ob ich, wenn ich jetzt das, dem Paradigma folge, der unterworfenen Welt oder eben irgendwie des Menschen als Teil irgendwie der Natur, dann sind das irgendwie zwei gegeneinander stehende Vorstellungen, die überbrücken sich eben nicht so ohne weiteres. Und dann würde klassisch wurde natürlich in der Demokratie der Weg des kleinsten gemeinsamen Nenners gewählt und die Frage, können wir uns auf Kompromisse einigen? Und wir sind an der Stelle in der Regel irgendwie bei Habermas und dem herrschaftsfreien Diskurs als Ideal. Wie gelingt es, dass wir in einen sachlich-rationalen Diskurs treten und das bessere Argument sollte gewinnen? Jetzt ist das Problem natürlich, dass aus Perspektive der einen und der anderen das jeweils bessere Argument eben völlig anders ist und es dann eben sich doch wieder nicht ohne weiteres vermittelt, weil ohne Wertbezüge können wir ja gar nicht sagen, welches Argument eigentlich das bessere ist. Das heißt, wir stehen in dieser Frage, dass es so etwas geben muss, eigentlich gar nicht so stark jetzt einer vergangenheitsorientierten Perspektive, wobei die sicherlich vermittelbarer macht, woher kommt das Denken und das Fühlen und das Handeln der jeweiligen Akteure im Raum. Gleichzeitig würde aber insbesondere jetzt Otto Scharmer auch aus einer Zukunftsperspektive und auch die organisationspädagogischen Perspektiven, wenn wir von der Imagination her denken, würden wir sagen, wir brauchen eigentlich so etwas wie etwas, was über unsere Partikularinteressen hinausreicht. Es kann nicht sein, dass wir an diesen Partikularpositionen stehen bleiben, sondern genau dieses ideelle, größere gemeinsame Ganze, also die sozusagen das Bild, irgendwie die Imagination irgendwie eines gemeinsamen alternativen Zukunftsprojektes kann ein Referenzpunkt sein und das Überschreiten dieser singulären und Ego-Positionen ermöglicht. Und genau dieses ist deswegen so wichtig. Also das Arbeiten mit Bildern erscheint uns deswegen so zentral, weil wir dadurch irgendwie diesen inneren Bildern auf die Spur kommen, sie überhaupt erst vermittelbar machen, besprechbar machen. Und das Bild sagt mehr als 1000 Worte. Wir kennen dieses Bonbon und wir arbeiten sehr, sehr viel mit Bildern, weil wir davon ausgehen, dass dadurch eine Annäherung und eine Ermöglichung, also ein Visionieren irgendwie in eine bessere Zukunft hinein und ein Verständigen auf ein gemeinsames kollektives Projekt sehr viel leichter fällt, als wenn wir von Differenz, von dem Partikularinteresse und von dem, wo die einzelnen Egointeressen stehen, herkommen. Also um diese Ideen sozusagen
vermittelbar zu machen, ist es an einem bestimmten Punkt natürlich wichtig, aber eben nicht, um sich abzugrenzen und sagen, wir fordern das und ihr fordert das und dann kommen wir nicht zusammen, sondern um eigentlich zu sagen, was haben wir selber eigentlich beigetragen, um ein solches gemeinsames Projekt bislang eigentlich nicht zu ermöglichen oder warum, wie konnte es möglich werden, dass wir es eben nicht, dass wir das nicht überschreiten konnten. Also wir fragen neu irgendwie von der Zukunft her und auf die Zukunft hin eines Zukunftsprojektes. Und da, glaube ich, ist bildbasiertes Arbeiten hilfreich aus organisationspädagogischer Perspektive. Und Habermas hat nicht in Bildern gedacht, Habermas hat im rationalen Diskurs gedacht. Und wir glauben aber, dass wir über einen, dass wir auch diese Wege brauchen, weil wir imaginierende Wesen sind. Und da brauchen wir nicht nur Habermas und Kant, sondern auch Baumgarten, wenn wir an der Klasse stecken. Gut, das ist jetzt ein wissenschaftlicher Diskurs, den vertiefen wir nicht. Es gibt Fragen an anderer Stelle. Ja. Okay. Rutsche wieder mit in das Bild rein. Ich gehe jetzt erstmal zu den inhaltlichen Fragen und dann kommen wir am Schluss nochmal zu dem Café-Projekt. Frage: Wie überzeugt man denn den überheblichen Europäer von neuen Lebensformen? Denn EuropäerInnen halten und hielten ja schon immer ihre Lebensweise für die richtige, die zivilisierte, die fortschrittliche, was ja beispielsweise auch in der Wortwahl deutlich wird, indem Indigene als Wilde bezeichnet werden und so weiter. Okay. Ja, vielen Dank für diese Frage. Ja, ich glaube, es ist sehr deutlich geworden. Vielen Dank, das nochmal aufzugreifen. Die Fragen der Macht und Vermachtetheit von Welt ist, glaube ich, eine sehr wichtige, leider eben zentrale Frage, aber wichtig, dass wir die nicht vernachlässigen und wegzukommen von solchen hegemonialen Projekten ist ja das Kernanliegen. Ich glaube trotzdem, dass wir nicht den Europäer haben, genauso wie wir den indigenen Menschen haben. Oder also wir haben in jeder Gesellschaft und jeder Kultur ein enorm breites Spektrum irgendwie an Differenzen, an Variation und an Unterschiedlichkeit auch in den Positionen und an Aufklärung. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, an dieser Stelle anzusetzen und genau dieses Projekt der Reflexivierung, also des Nachdenkens über die eigene Haltung, des Nachdenkens über die eingelagerten Alltagsrassismen, die es natürlich auch gibt, und des Nachdenkens über, so, ob das die Sprache ist, irgendwie, ob das Annahmen sind, und darauf wahrzunehmen, wo irgendwie eigene Irritationen sind, wo auch unhinterfragte Annahmen sind, die man gar nicht wahrgenommen hat, die einfach sich so kulturell tradiert haben, vielleicht an vielen Stellen, und da einfach bewusster zu werden. Ich glaube, wir sind schon an vielen Stellen auf dem Weg, dass da das Bewusstsein enorm gewachsen ist, weil eben auch die postkolonialen Perspektiven wichtiger, breiter auch artikuliert worden sind, was sehr wichtig und gut ist. Und weil immer mehr Menschen auch sagen, ich möchte nicht so bezeichnet werden, ich habe irgendwie meinen eigenen Standpunkt, ich möchte irgendwie auf gleicher Augenhöhe gesehen werden, ich möchte nicht irgendwie in einem hierarchischen Gefüge an die unterste Stelle platziert werden, ich möchte die gesellschaftliche Anerkennung, die mir zusteht. Und diese kollektiven Forderungen haben ja dazu beigetragen, dass schon enorm viel auch an Bewusstsein entsteht. Wir sehen zwar aktuell natürlich in der politischen Landschaft auch, dass wir problematischerweise diese Rechtsaußentendenzen haben, die natürlich sehr feindselig sind und uns nochmal vor neue Herausforderungen stellen. Wir sind nicht nur alltagsrassistisch, sondern explizit absichtlich rassistisch. Da sind wir, glaube ich, in einem wirklich grauenvollen Szenario, mit dem wir irgendwie viel offensiver umgehen müssen und sehr viel klarer Stellung beziehen müssen. Und ich glaube, das gilt an jedem Punkt, sich klar zu verorten und für Gerechtigkeit an jedem Punkt einzutreten und für Vielfalt an jedem Punkt einzutreten und für Anerkennung an jedem Punkt einzutreten. Und ich glaube, dass das auch einen Kulturwandel mit unterstützt und ausmacht. Dankeschön. Eine Verständnisfrage. Es wurde der Begriff der Organisationsbildung für nachhaltige Entwicklung als Postulat für gemeinwohlorientiertes Wirtschaften formuliert. Inwiefern geht dieser Begriff über die BNE hinaus, die ja die Forderung nach Transformation von Institutionen bereits beinhaltet? Mhm. Dankeschön.
Da könnte man natürlich jetzt diskutieren, ob Bildung für nachhaltige Entwicklung in ihrer Grundausrichtung schon stark die Figur von Organisations- und Netzwerkentwicklung wirklich beinhaltet. Ich will nicht in Abrede stellen, dass das an irgendeinem Punkt auch mit genannt ist. Es ist, glaube ich, aber sehr viel weniger eine stark in der Fläche verankerte Vorstellung und Praxis. Das hat etwas damit zu tun, dass der BNE-Diskurs sich doch stark auch noch an schulische Debatten anknüpft, kompetenztheoretische Debatten anknüpft, nicht ausschließlich und nicht vollständig. Und hier finden wir in der Forschung natürlich auch Anschlusspunkte auf kommunaler Ebene oder in anderen Kontexten. Dennoch halte ich es für sinnvoll und lohnend, diese Organisationsperspektive systematisch einzuziehen und auch zu adressieren. Und ich habe nicht den Eindruck, dass das in ausreichender Weise bislang der Fall ist. Ich will nicht in Abrede stellen, dass das an irgendeinem Punkt auch thematisiert wird, aber in der großen Linie ist Bildung für nachhaltige Entwicklung doch stärker am Subjekt und auch am formalen Bildungssystem orientiert als an einer, ich sag mal jetzt, regional entwickelnden Perspektive, einer Kreislaufwirtschaftsperspektive oder eben an einer Gemeinwesen-, Gemeinwohlperspektive in meiner Wahrnehmung. Aber vielleicht können wir bei anderer Gelegenheit darüber noch mal weiter diskutieren. Sehr gerne. Auf jeden Fall erstmal herzlichen Dank. Wie passt denn Wendy Wir zur gegenwärtigen Lage in Südamerika? Bolsonaro holt von rechts den Regenwald in nie dagewesener Größe ab und von links dort Maduro für Hungersnöte. Ist die Idee des guten Lebens nicht schlicht machtlos? Ja, ich hatte, danke für die Frage. Ich hatte ja vorhin im Vortrag schon gesagt, dass es sehr wichtig ist, dass wir diesen Diskurs dort erstmal haben, dass eine Institutionalisierung erreicht werden konnte, die Verfassung erreicht werden konnte, dass wir hier mit unendlich vielen Widersprüchen auch in Kontakt und in Konflikt stehen, ist, glaube ich, ganz klar, wenn wir im Übrigen auch die sehr, sehr unterschiedlichen Ausgangslagen der südamerikanischen Gesellschaften sehen. Das wäre jede dieser Länder, jede dieser Ausgestaltung wäre eigene Vorträge wert, die können wir hier gar nicht voll abbilden. Ich glaube, deswegen sind wir ja hier so an den Grenzen irgendwie der Forderung eines Postextraktivismus, denn natürlich steht es im Widerstreit mit dem Anliegen Bolivien zu sagen, wir möchten erstmal, dass unsere Bevölkerung leben kann. Wir wollen ein sozialpolitisches Projekt. Wir möchten, dass die Menschen ernährt werden, dass sie was zu essen haben, ganz basal. Und dann haben wir natürlich irgendwie einen Konflikt, ob wir jetzt Lithium für die Handys im Boden lassen oder ob wir das fördern oder ob wir irgendwie mit diesen guten Weltmarktpreisen für die Rohstoffe nicht doch erstmal alles schürfen und alles erschließen, was wir erschließen können, um damit irgendwie unsere nationalen Projekte zu verfolgen. Und wir sehen, und das gleiche Problem haben wir natürlich irgendwie auch gesehen beim Yasuni-Staudamm, dass es eben keineswegs gelungen ist, das äquatorianische Projekt zu sagen, wir lassen das Erdöl in der Erde. Es ist gescheitert, irgendwie die Forderung, dass doch die Weltgemeinschaft quasi mit beitragen könnte, dass man gemeinsam kollektiv als Weltgemeinschaft sozusagen diese erhaltende Denkfigur kultiviert, dass man Kompensationszahlungen gibt und dass dann eben, wenn diese Mittel fließen, Ecuador in der Lage ist, das Öl in der Erde zu lassen. Wir sehen, wie widerspruchsreich diese Projekte sind, wie extrem schwierig, dass sie vor Ort durchgesetzt werden können. Und ich glaube, wenn wir die vielen Facetten von Wenn wir sehen, dass es dann hat schon eine Institutionalisierung zu den Rechten der indigenen Bevölkerung geführt. Wir wollen nicht davon sprechen, dass die überall umgesetzt ist, dass wir hier jetzt Gleichheit haben und dass die Menschen an gleicher Stelle überall die gleichen Rechte haben. Wir wissen auch, dass in Teilen durchaus auch von Regierungsseite Menschen
verfolgt werden, auch Volksgemeinschaften. Das ist gar nicht so trivial und einfach, wie man sich das vielleicht vorstellen mag. Also wir haben viele Widersprüche in diesen genannten Szenarien drin, ganz ohne Frage. Also ein wirtschaftspolitisches, ein sozialpolitisches Projekt, ein herrschaftspolitisches Projekt. Also wir haben unterschiedlichste Interessenlinien, maximal von rechts außen irgendwie Strategien. Wir haben es gehört, in Brasilien grauenvolle Entwicklungen, natürlich keineswegs hilfreich für die Menschen. Wenn der Amazonas einfach abgebrannt wird, dann ist da gar nichts mit Buen Vivir, weil die Bevölkerung überhaupt keine Existenzgrundlage mehr hat, um in ihren traditionellen Lebenswelten überhaupt ihre Praktiken und ihre Traditionen zu kultivieren. Also wir sehen, es ist ein enorm konfliktreiches Szenario auch dort, ein widerstreitendes Szenario auch dort. Und dennoch ist es wichtig gewesen, dass die Rechte in den Verfassungen Legitimation gefunden haben, verankert wurden und von dort aus neu und anders verhandelt werden kann und doch auch immerhin die Rechte der indigenen Völker dadurch auf eine andere Rechtsbasis gestellt worden sind. Und wir sehen schon, dass dadurch ja immerhin indigene Universitäten haben entstehen können. Und das wäre ja nicht denkbar gewesen, also vor solchen Kämpfen, vor solchen Initiativen, die sind, natürlich sind es Kämpfe und es ist aber, sind diese Kämpfe sind aber eben auch in Teilen erfolgreich gewesen. Die haben nicht irgendwie zum Paradies geführt. Nein, das noch nicht. Das wird weitergehen und es bleibt weiterhin konflikthaft und auch, also ja, es fällt schwer zu sagen, es ist völlig machtlos. Ich glaube, man muss jeweils in jedem Fall genau schauen, wie mit dem, was erreicht wurde, auch strategisch gearbeitet werden kann, um weiteres und mehr zu erreichen. In einer insgesamt unglaublich komplizierten, komplexen und widerstreitenden Situation und auch natürlich manifesten Interessen. Na, es geht jetzt Straßenbau in Bolivien, irgendwie durch Schutzgebiete, indigenen Menschen. Nein, natürlich ist das völlig problematisch. Und dann geht es natürlich darum, trägt die Verfassung so weit, gibt es genug also auch Institutionenvertreter und gibt es genug mächtige Akteure, die sich dafür einsetzen, die das vertreten, die das mit fordern. Und da hat auch Wissenschaft, da hat Forschung, da hat Lehre, da hat der Bildungssektor, da hat die Zivilgesellschaft auch ein großes Potenzial, sich einzubringen. Und jede Person an ihrem Platz und von ihrem Ort aus kann dagegen als Protestkraft wirken oder eben nach neuen Lösungen suchen. Ich glaube, das ist immer so, dass wir keinen leichten Weg da vor uns haben. Das ist auch in diesem Falle leider so. Man wünscht sich ja den Weg ins Paradies viel einfacher. Aber irgendwie ist das nicht. Es bleibt wirklich konfliktiv, absolut. Also vielen Dank für diese Frage. Sie haben vollkommen recht. Nächste Frage schließt da unmittelbar an. Wie könnte man eine Sozialisation weg vom individuellen Erfolg hin zum Gemeinwohl denn beeinflussen, wenn man in einer Gesellschaft lebt, in der das individuelle Machtstreben viel eher zum Erfolg führt? Ja, auch das, ich bin ganz begeistert, wirklich wunderbare, brillante Fragen, die hier eingebracht werden. Auch vielen Dank für diese Frage. Als wir in Bhutan mit der Universität, Royal University of Thimphu, dort eine gemeinsame Tagung vom Creative University Network aus organisiert haben, waren wir sehr berührt und beeindruckt davon, was Menschen gesagt haben, dass dort eigentlich im Kindergarten bereits eine Achtsamkeitspraxis kultiviert wird. Die kommt natürlich auch schon aus den Elternhäusern, weil es Teil der Kultur ist, selbstverständlich, aber eben dennoch auch die Institutionen kultivieren schon früh an ein solches Bewusstsein der Achtsamkeit, der Fürsorge, des Miteinander, der auch irgendwie einer Spiritualität, die sich nicht abhebt irgendwo in ein Ego-Projekt, sondern eben in einer selbstverständlichen Alltagskultur der einer fürsorglichen und achtsamen, liebevollen, zugewandten Praxis, die sich nicht nur auf Menschen bezieht, sondern eben auf alles Seiende. Und wir sind hier in einer anderen Welt, ganz, ganz offensichtlich, und mit dem unternehmerischen Selbst und mit der Ellbogengesellschaft und dem Ego-Projekt, was wir immer mehr
ja, beobachten können, ja, können wir fast sagen, ist das diametral entgegengesetzt. Und dennoch ja, kommen wir vielleicht auch da an Grenzen unseres zivilisatorischen Zustandes hier, wenn klar wird, dass es so gar nicht weitergeht und dass man, wenn wir in dieses Katastrophenszenario tatsächlich hineinkommen, was wir in wenigen Jahren zu erwarten haben, wenn die Erderwärmung weiter steigt, dann werden wir von einem Ego-Projekt uns deutlich wegentwickeln müssen hin zu stärker wieder solidarischen Formen. Also es könnte schon sein, dass krisenförmige Ereignisse, wie jetzt Corona ja auch, uns neue Chancen bieten und auch zwingen, uns neu und anders aufeinander zu beziehen und dann aus der Not und aus der aus dem Erfordernis heraus, diese Bezogenheit irgendwie auch neu und anders zu kultivieren. Das ist dann natürlich nicht das Gleiche wie ein Kind, das in Bhutan Achtsamkeit lernt und so aufwächst. Aber in unserem zivilisatorischen Prozess müssen wir vielleicht irgendwo mit wirklich manifesten Herausforderungen konfrontiert werden, um klar zu sehen, dass wir so nicht weitermachen können. Und der Zusammenhang zwischen Corona und unseren Monokulturen und unseren also insgesamt ökosystemischen Praktiken zeigt ja auch, dass hier die Risiken sehr viel größer werden und dass hier andere Formen gebraucht werden. Also von daher Projekt Hoffnung gibt es immer. Es gibt keine abschließende Antwort, glaube ich. Ich glaube, es lohnt sich, das zu jedem Zeitpunkt zu kultivieren, ob in der Hochschule oder an jedem anderen Ort. Und dennoch ja, geht es darum, diese vielen Orte, die in der Idee des Commonings entstehen, auch also als Achtsamkeitsorte auch zu entwerfen. Ich glaube, da sind wir alle gefragt, das mit entstehen zu lassen als eine kollektive Kultur. Vielen Dank für die Frage. Wir kommen zur letzten Frage. Und hier werfe ich gerade noch ein, die wird gestellt von einem Menschen, der auch schon nach dem Kaffeeprojekt gefragt hat und dann ganz commons-like innerhalb des Chats schon weitervermittelt wurde. Sehr gut. Letztlich müsste man die Abhängigkeit von privaten Drittmittelförderern verringern und wieder mehr staatlich finanzierte Forschung durchführen. Weil durch die Abhängigkeit von privater Wirtschaft ist ja mit eins der ich-bezogenen Bewusstseinsbildung entstanden. Entschuldigung. So wäre die Frage, wie wir das und da in einen Bewusstseinswandel herbeiführen. Ich habe jetzt irgendwas nicht richtig verstanden. Genau, ich glaube, ich springe direkt in die letzte Frage. Ja. Wie wäre sozusagen dieser Bewusstseinswandel herbeizuführen? Schließt also auch hier wieder an die letzte Frage an. Wie wird Bewusstseinswandel möglich? Okay. Also hier vor Ort in unseren Communities, Gesellschaften und so weiter. Und das Kaffee-Projekt war, glaube ich, irgendwie ein schöner Bezugspunkt. Ja, ich glaube, was immer sehr gut funktioniert, ist ja zu sehen, was die anderen tun. Wir sind ja irgendwie imitationslernende Wesen, doch immer noch in weiten Teilen. Ganz schlicht eigentlich doch der Mensch ja, an vielen Stellen. Nämlich, wenn wir sehen, was die anderen tun, dann nehmen wir das irgendwie auf. Ja? Und das ist ein ganz spannender Punkt. Und in dem Moment, wo wir beginnen, irgendwie auch darüber nachzudenken oder miteinander auch darüber zu sprechen, über unsere Alltagspraktiken, unser Einkaufsverhalten, über unsere Art, sozusagen mit Wissen umzugehen. Bücher verstecken in der Bibliothek ist ja immer so ein Klassiker. Bücher verstecken in Klausuren. Ja, also ein klassisches Ego-Verhalten, was katastrophisch ist für die anderen. Also das sind ja so Dinge, ne, wo wir sagen können, also es muss doch gar nicht sein. Also vielleicht gibt es darüber hinausgehende Praktiken, mit denen wir eine andere Qualität auch generieren können. Und genau diese Idee irgendwie von solidarischen Formen, irgendwie von Bildung, von Wirtschaft, von Demokratie, eigentlich von Alltagspraxis unterstützen, glaube ich, wesentlich
die, das Lernen der anderen, weil wir eben uns doch in unseren Kollektiven daran orientieren, was die anderen tun. Und das gibt uns Inspiration. Also insofern ist jeder Mensch eigentlich in seiner eigenen Praxis oder ihrer eigenen Praxis Botschafterin, wenn man so will, von bestimmten Paradigmen. Und wir können Botschafterin für das eine oder für das andere Paradigma sein und darüber ein Bewusstsein zu gewinnen, dass wir mit einer gewissen Haltung und einer aus dieser Haltung heraus entspringenden Praxis in jedem Moment Botschafterin von einer bestimmten Qualität des Miteinanders sind, wird auch ein transformatives Moment wirksam. Und natürlich jenseits dieser Alltagsdimension gibt es natürlich also Formen von Bildung, von politischer Betätigung, von auch Initiativprojekten und auch von Formen, ja, neue Formen eben in die Welt zu bringen und ins Leben zu rufen oder sich auch anzuschließen, um damit diese Stimmen, die nach dem neuen oder alten, in dem Sinne, neu transformierten alten Rufen, irgendwie denen auch mehr Gehör zu verleihen und auch das hier zu einer kollektiv auch lebbaren alternativen Praxis werden zu können. Dankeschön auch für diese Frage. Ja. Vielen Dank für die vielen Fragen, vielen Dank für den sehr inspirierenden und auch fragenweckenden Vortrag. Wir sind hiermit am Ende des zweiten Vortrags in der Ringvorlesung Gutes Leben für Gegenwart und Zukunft. Und tatsächlich schließt es vielleicht auch, möchte ich einfach nochmal erwähnen, das ist tatsächlich, wir sind hier am selben Fachbereich in der Universität und tatsächlich ein kollektives Projekt in dem Sinne, um diesem Diskurs um das gute Leben in Gegenwart und Zukunft Gehör zu verschaffen, um das auch in die eigene Lehre, in die Universitäre zu integrieren. Und von daher freuen wir uns als Initiative für Bildung und Nachhaltigkeit am Fachbereich und in Zusammenarbeit mit den Scientists for Future an der Philipps-Universität, diese Ringvorlesung zusammen zu gestalten und auch Menschen hier von der Universität einzuladen, die das tatsächlich verwirklicht. Ich möchte an der Stelle nochmal Danke sagen und einladen, am nächsten Vortrag auch sich wieder dazuzuschalten. Der nächste Vortrag wird von Max Bauernlob, auch hier von der Universität Marburg gehalten, am 18.05. mit dem Titel Zukunft für alle, gesellschaftliche Utopien für den sozial-ökologischen Wandel. Das heißt, auch hier werde ich sozusagen aus diesem Thema heraus nochmal die Möglichkeit, in der Suche nach Utopien und Visionen anzuschließen und mit Max Bauernlob ein Gespräch zu gehen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Dankeschön.